Leute, ich feiere euch unnormal. Es gibt Fanvideos über mich. Über den kleinsten YouTuber im Osten Deutschlands. Um genauer zu sein, gibt es sogar ein Fanvideo von mir. Dann ein weiteres Video, wo meine Monatshighlights März, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zusammengeschnitten wurden. Und dann gibt es noch ein Video von einem anderen YouTuber, welcher seine momentanen Lieblingskanäle aufgezählt hat im Bereich Rap. Und ich doch tatsächlich Teil dieser Liste sein durfte. Und wir schauen uns jetzt jedes einzelne Video davon an. Und der erste Kandidat ist der Lukas, welcher seine momentanen Lieblings-YouTuber bzw. die YouTuber, die er gerade am meisten schaut im Bereich Rap, einmal aufgezählt hat. Und wie man im Titel sehen kann, ist tatsächlich auch der Beard Bro vorhanden. Es ist ein mega stranges Gefühl, mich da in der Reihe von anderen YouTubern und teilweise viel, viel größeren YouTubern zu sehen, was mir natürlich eine mega Ehre ist. Aber dass ich für irgendwelche Leute schon eine Rolle spiele sozusagen, das bedeutet mir natürlich eine Menge. Ne? Denn von Lukas habe ich das erste Mal was gehört bzw. gesehen, als ich geschaut habe, was ich ja öfter mal mache, wenn ich Albumreaktion oder Songreaktion mache, dann schaue ich natürlich auch, wer zu diesem Song oder Album auch noch eine Meinung abgegeben hat, weil mich da wirklich interessiert, was auch andere YouTuber machen. Und da ist mir Lukas aufgefallen, vor allem bei dem Unique-Album, war er nämlich der Einzige mit mir zu der Zeit, der über das Album gesprochen hat und wurde sogar auf Instagram von Michael Jackson, also dem Produzenten, in der Story erwähnt. Deswegen habe ich das interessiert, ich habe es mir angeschaut, er hat eine mega sympathische Art und jetzt, beziehungsweise gestern, wie man am Upload-Datum sehen kann, verlinkte er mich auf Facebook und auf Instagram, dass es ein Video geben wird, wo ich auch Teil des Titels bin. Und da hat mich natürlich interessiert, was er darüber zu sagen hat. Hey Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Lustigerweise hatte ich das gerade schon aufgenommen, nur habe ich dann im Nachhinein gemerkt, dass die Kamera irgendwann ausgegangen ist, weil der Akku leer war und die Speicherkarte, also die SD-Karte, war auch voll. The pain is real. Ich kenne dieses Problem. Das passiert mir dauernd. Das ist mir letztens, glaube ich, bei Chakusa ist mir das passiert. Und sogar bei Contra, da habe ich knapp eine halbe Stunde aufgenommen, war mega zufrieden mit mir selbst, mit der Musik, mit allem eigentlich und dachte mir so, oh geil, das wird jetzt spaßig zu schneiden und dann merke ich einfach, dass die halbe Stunde gefehlt hat. Oh, das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn man dann merkt, dass da eine halbe Stunde fehlt, ey, oh. Oder noch schlimmer, man macht das ganze Video nochmal neu. Das ist für mich das Frustrierendste und Schlimmste, was es gibt. Das ist heute zur Abwechslung mal kein Interview und auch keine Review. Vielmehr gibt es heute einen Kolumnenbeitrag. Also ich weiß nicht, wer von euch sich mal meine Titelbilder irgendwie bei YouTube oder auch bei Facebook angeguckt hat. Und er, die Art, wie er auch spricht, ne, dieses ruhige und trotzdem eloquente, das ist ein echt sympathischer Typ, so, ne? Ich glaube, das ist jemand, wo ich halt wirklich sage, schade, dass nicht alle Videos immer mit Facecam und allem drum und dran sind. Na klar, es ist sein Style, so wie er seine Videos macht, finde ich auch alles top. Aber er hat mega Potenzial, also hat eine gute Ausstrahlung, kommt gut vor der Kamera rüber und klingt auch gut. Kolumnen sind ja im Grunde nichts anderes als kurze Meinungsbeiträge. Bisher hat mir irgendwie das richtige Thema gefehlt dafür. Da ich jetzt aber irgendwie des Öfteren mal gefragt wurde, was für YouTuber ich privat schaue, dachte ich mir, dass ich darauf eine Antwort geben kann in Form eines Videos. Ja, und ich habe mir natürlich schon ein bisschen was davon angeschaut und ich will jetzt natürlich nicht, weil es heute im Fokus um jemand anderes gehen soll, der ja auch im Vorschaubild zu sehen ist, wo es ein bisschen emotional wird. Deswegen springen wir an die relevanten Stellen. Er erwähnt halt alle YouTuber, er erwähnt Mois, er erwähnt diesen Hype-Blub-Blub, er erwähnt Rap-Support, Flo der Flo, mit dem ich auch so ein bisschen in Kontakt bin übrigens. Ich springe jetzt mal zu der Stelle, wo er mich erwähnt. Ich habe jetzt noch zwei YouTuber offen. Das ist zum einen BeardBroTV. Den habe ich irgendwie entdeckt, als er ein Video zur Jubiläumsausgabe von Raw gemacht hat. Also das ist eine WWE-Show, eine Wrestling-Show. Alter, ich dachte, dieses Video hat kein Schwein geguckt. Und das fand ich halt damals erst merkwürdig, weil es halt auf Englisch war. Aber ich habe mir das dann trotzdem reingezogen und ich fand halt die Argumentationsweise von ihm bezogen auf die Ausgabe halt ganz cool. Deswegen bin ich auf dem Kanal geblieben. Ja, solche Leute feiere ich natürlich am meisten, ne? Die sich damit identifizieren können und die sagen können so, ja, das verstehe ich und genauso ähnlich fühle ich mich auch. Das sind natürlich die besten Zuschauer, die man haben kann. Ne? Ich habe gesehen, dass er zwischendurch mal sowas in Richtung Gaming gemacht hat. Dann hat er so irgendwie Chat-Roulette-Videos, also wo er sich hinsetzt und dann auf die Leute reactet, die da vor der Kamera sind. Das finde ich auch auf jeden Fall ziemlich lustig. Und mittlerweile macht er auch viel in Richtung Rap. Also er guckt sich die neuesten Rap-Videos an, irgendwie die Musik der Woche, also seine Rap-Videos der Woche.
reactet auf Alben. Das finde ich halt auch cool, dass er Album-Reactions macht, weil die sich von meinen Reviews nochmal unterscheiden. Also er setzt sich hin, hat Spotify offen und hört sich dann jedes Lied einzeln mal an und gibt ein Feedback dazu. Dass er da auch sehr gut ins Detail geht und wirklich auch aufzeigen kann, so was er besonders findet, was er sogar im Vergleich zu sich besonders findet oder halt als Abwechslung sieht, das, ich muss echt sagen, da gibt es die wenigen, die so offen sind, ne, und so direkt, und kommt echt cool rüber, so muss ich echt mal Props aussprechen. Meins ist ja so ein bisschen runtergebrochen, also ich probiere das zusammenzufassen, und deswegen finde ich seine Videos halt cool, weil die sind dann um einiges länger als meine, und dann schaue ich immer irgendwie, wo es Überschneidungen gab, also wo sich unsere Meinung... Die Schnitte finde ich auch ganz cool, ne? Also sehe ich selten, dass jemand so schneidet. Habt ihr, also wisst ihr, was ich meine? Wo das so ein kleines bisschen verschwimmt und nicht so ruckartig cuttet, so wie ich das zum Beispiel mache und viele andere auch. Die Schnitte finde ich ganz smooth. Und gerade diese Mischung aus Rap und anderen Themenvideos hat mir oder gefällt mir. Also, an der Stelle auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön an dich. Ich wünsche dir an der Stelle alles Gute. Ich werde deinen Kanal verfolgen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich habe auch hier unten einmal abonniert. Das habe ich schon seit längerem. Ich weiß gar nicht, warum ich den Daumen hoch noch nicht gemacht habe, aber das ist jetzt auch passiert. Das nächste Video ist eine Zusammenfassung des Monats März. Warum eine Zusammenfassung des Monats März, wenn man nicht einen Best-of aus allem möglichen Kram hätte machen können? Das hat folgenden Hintergrund. Dieser junge Herr hat mir bei Facebook vor einiger Zeit eine Nachricht geschickt. Ich bekomme mittlerweile regelmäßig Nachrichten von Zuschauern, eigentlich jeden Tag. Und das sind natürlich auch ab und zu mal welche dabei, die extrem aus der Masse herausstechen. Ich sage jetzt nicht, dass ich es nicht schon genial finde, dass Leute einfach so kurze Sachen schreiben wie ich feiere dich oder das Video war mega oder ey, das war genau meine Meinung und ich unterstütze dich, wo ich nur kann und so. Das wirklich, das schätze ich zu Tode. Jedes Mal, wenn ihr mir das schreibt, habe ich so ein Lächeln auf den Lippen und denke mir, okay, das war's wert, dass du heute wieder mit Kopfschmerzen ins Bett gehst, weil du den ganzen Tag schon wieder zur Nacht gemacht hast. Für YouTube, für die Leute, die dir zuschauen. Er hat mir ziemlich genau nach meinem Video Ich bin überfordert, wo ich euch einen extrem intimen, privaten Eindruck in mein Leben gegeben habe, so gut auf den Punkt gebracht, so schön formuliert. Manche Textstellen darin haben mich echt bewegt und natürlich habe ich darauf reagiert und natürlich habe ich zu ihm gesagt, ey Dicker, pass auf, wenn du da so dahinter stehst, wenn du mich so unterstützen möchtest, ganz ehrlich, gerne. Gerade so jemand wie er hat es auf jeden Fall verdient, mein Vertrauen auch in so einer Sache zu bekommen. So. Und er hat mir zwischendurch einfach mal ein Video geschickt, wo er ein kleines Best-of zusammengeschnitten hat aus dem Monat März. Das hat er schon ganz gut gemacht, muss man schon sagen an der Stelle. Mein Name ist Alex und ich lecker Arsch. Fantasy-Videos, da stand ich eine Zeit lang übelst drauf. Diese Videos, wo sich ein Typ im Bett oder auch Frauen, ja, macht. Ja, das war der Moment, wo dann klar wurde für Miri, zwischen uns kommt nur eine Freundschaft in Frage, wie man an dem Blick gesehen hat. Da habe ich mir dann letztlich versaut. Jetzt mal nicht so, als ob, wo so ein Typ im Bett liegt und plötzlich so diese Fantasie hat, wie der gerade seine Traumfrau in der Dusche steht und der die einfach nur von hinten so. Und dann so richtig. Guckt euch ihren Blick an, ihre Augen. Ja. Sie ist einfach schockiert. Da ist wahrscheinlich als das letzte bisschen Attraktivität, was ich rübergebracht habe, flöten gegangen. Aber das war's wert. An die Wand. Ich finde das so geil. Ich mein, wenn der sich nach vorne lehnt, dann springt er natürlich auch nach vorne, ne? Soccer Physics. Ich lecker Arsch. Übertreib, Digga. Bist du alt mit Mitte 20? Ja, natürlich. Sind sie auf den Kopf gefallen? Ich weiß doch, was ich geschnitten habe. Wieso lache ich da so drüber? Aber das ist echt einer meiner Lieblingsmomente gewesen, Chat Roulette. All around me are familiar faces. Dieser Blick. Ich hab mich wirklich ein bisschen verletzt. Boah, deine Qualität ist 1A HD. HD, Schockgesell. Liebe Zuschauer des Bartes, sehr geehrte Freunde des Raps. Viele von euch wissen immer, wenn ich das Hypecap trage, gibt es etwas Neues, etwas Bahnbrechendes, etwas unfassbar Aktuelles. Ich lecker Arsch. Du dummer Wichser. Was ich gesehen habe, ist wie einer belegt. So, alle, die möchten, dass dieses Ich lecker Arsch zum Meme wird und ich das öfter mal einblende, schreiben bitte Hashtag Ich lecker Arsch in die Kommentare. Boah, zieht euch den Schweiß unter meinem Arm rein. Das Spiel hat mir alles abverlangt.
We'll keep on fighting. Ich muss es ihr sagen. Ich habe Angst, dass ich es ihr später nicht sagen kann. Jetzt sieht man mich ja doppelt im Hintergrund. Oh nee, hat er jetzt nicht gemacht, oder? Lecker Arsch. Das hast du mit K1 gemacht. Das machst du damit, wenn du Lieder von anderen... K1 hat mir die Erlaubnis gegeben. Sehr geehrte Bartanhänger, liebe Spielkinder. Mir ist die wohl bislang verrückteste und dennoch irgendwie geilste Idee quasi über Nacht gekommen. Ich lecker Arsch. Das war so klar. Das ist ein geiler Moment. Da hat er... Da muss ich mich mal jetzt auf die andere Seite rübernehmen. Da hat er 20 Euro gespendet, damit ich mir Wasser über den Kopf kipp. Und zwar so eine halbvolle Flasche. Also es war, glaube ich, mindestens ein halber Liter. Oh, es ist kalt! Oh, es ist kalt! Ja, was soll ich dazu sagen? Sehr, sehr witzig zusammengeschnitten. Also wirklich Props an dich. Das war echt geil. Da will ich gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat, um das so genial zu schneiden. Ich musste echt lachen. Und dabei kenne ich den ganzen Scheiß schon. Und jetzt abschließend kommt der junge Herr, wofür ich dieses Video heute überhaupt gemacht habe. Ja, was ist los? Ey Digga, Beardbro hat gerade ein neues Video hochgeladen. Vor allem spricht er da mit sich selbst, ne? Das ist original seine Stimme am Telefon. Zu geil, am Ende sieht man da noch einen Outtake, wie er an der Stelle voll auf die Fresse gefallen ist. Das war so witzig, ey. Beard Bro TV. Ey, was ist das denn bitte für ein episches Intro? Warum sitzt du so? Weiß ich nicht. Ich nehme auf jeden Fall BO3. Jetzt muss ich, das ist schön, jetzt muss ich auch so sitzen, damit das nicht so doof aussieht irgendwie. was zockst du? BO3? Ja. Ist das nicht, warte, lass mich raten. Das ist doch Bros Orgasmus 3. Das ist doch dieses Pornospiel für Schwule, oder? War das nicht so? Nein? Scheiße, ich hab den so heftig verarscht, ey. Das tut mir bis jetzt noch leid. Weißt du, was ein Kondom ist? Nee. Wenn man ein Kondom wäscht, wie oft kann ich das benutzen? Wenn du das richtig sauber machst. 3 Minuten schon? Ja, aber Minuten schon? Ich bin heute noch schockiert, ey. Wie viele Einwohner hat Leipzig? Wirst du wirklich nicht? 4000 noch oder was? 4000. 4000? Wo lebst du, Alter? So, Beard Bro, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Es ist jetzt leider ein bisschen kurz geworden, weil ich echt unter Zeitdruck stehe. Ich habe momentan echt viel zu tun, aber ich... Und das ist der erste Punkt, wo ich mal dazwischen quatschen muss. Ne? Dafür, dass er halt wenig Zeit hat, hat er trotzdem sich die Zeit genommen, da so ein Video zu machen. Na klar war es kurz, aber ich finde es lieber kurz als Aufmerksamkeit viel schöner, als wenn man sich da jetzt irgendwie übelst viel schieben muss und übelst viel regeln muss und übelst viel Stress hat und das vielleicht dann nur so lieblos macht. Deswegen finde ich es einfach so am besten. Und das hast du schon cool gemacht. Du hast mich erwähnt, da hätte auch eine Minute gereicht. So. Deswegen, ich feiere das. Also deswegen schätze ich es auch umso mehr, wenn ich weiß, er hat jetzt einen übelsten Stress privat. Und jeder von uns hat zu tun, so dass man sich dafür, das verstehe ich immer noch nicht, dass man sich für mich Zeit nimmt, da sowas zu machen. Also krass, finde ich sowieso heftig.
Ich wollte dieses Video echt um jeden Preis machen. Ohne Scheiß, Beardbro, Props an dich. Bei dir merkt man bei jedem Video, dass du dir richtig Mühe bei der Sache gibst. Kein Video ist nur mal kurz so hingekackt, sondern überall steckt einfach Aufwand und Herzblut drin. Das merkt man einfach bei deinen Videos. Und dann kommen einfach noch so Sachen dazu, wie dass er 1111,11 € an ein Kinderkrankenhaus gespendet hat. Was einfach eine mega geile Aktion ist. Das ist sehr, sehr schön, dass er genau diesen Punkt anspricht. So, ich finde, solche Sachen, solche Aktionen können nicht genug Aufmerksamkeit bekommen und sowas sollte immer wieder irgendwie im Fokus liegen. Nicht, um mich jetzt imagemäßig nach oben zu pushen, sondern um mehr ins Bild zu rücken, dass man solche Sachen machen kann, dass man auch was Gutes tun kann als Community, weil ich war dafür ja nicht verantwortlich, das wart ja ihr. Ihr habt ja die 90% dazu beigetragen. Da können wir halt echt stolz auf uns sein. Ne? Was ich auch cool an dir finde, ist, du hast 5000 Abos und bist immer noch so ultra bodenständig. Ey, fast 6000. Spaß. Wir haben mit so vielen Leuten geredet, die in deiner Größenklasse auf YouTube sind. Und die meisten davon sind echt scheiße abgehoben. Manche wollten sich nicht mal mit mir abgeben. Aber weißt du, dich habe ich auf Discord angeschrieben und ich habe eine Antwort bekommen. Ja, also das ist so ein Moment, ne? Also, wo ich das erste Mal gesehen habe, auch jetzt, ne? So ein bisschen Pipi im Auge, wo ich das erste Mal gesehen habe, da hatte ich wirklich richtig den Kloß im Hals. Der Moment, wo er gesagt hat, so, es gibt Leute, die sich nicht mal mit ihm abgeben wollen oder ihm da nicht mal antworten. Verdient hat er von mir das Abo bekommen, mit der Glocke sogar. Und die Glocke bekommt nicht jeder, meine Freunde. Einfach aber auch, weil es wirklich von Mumm zeugt, sich vor die Kamera zu setzen, so Stellung zu beziehen zu jemandem, gerade den man nicht persönlich kennt und auch gar nicht weiß, wie reagiert er drauf, reagiert er überhaupt darauf. Ich feiere euch extrem und solche Aktionen wie dieses Video mit dieser mega Ansage zum Schluss holen mich genau solche Sachen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und zeigen mir einmal, wie unfassbar viele Leute es gibt, die sich meinen Scheiß wirklich anschauen, die das gern anschauen, die manchmal sogar darauf warten, dass Videos rauskommen. Jede Sekunde, die ich in dieses ganze Ding reinstecke, ist es wert, wenn ich sowas zurückbekomme.